Warum habe ich denn hinten... Ist die Tür eben nicht aufgegangen? Ich habe einen Haltewunsch, ich habe eben nicht drauf geachtet. Ich hatte die Tür aber eigentlich auf, oder? I don't know. Hast du auch wieder nicht aufgepasst jetzt? Nee, weil über der Haltewunschlampe gerade mein Popschutz ist. Oh. Mann, Mann, Mann. Dann müssen sie deswegen, halt jetzt hier aussteigen. Deswegen gucke ich auch gerade nicht auf der... Ich gucke auch nicht auf der Lenkrad. Ich sehe halt nur... Ich kann halt so ein bisschen durch den Popschutz durchgucken. Ich habe den jetzt so ein bisschen provisorisch hier in die Spinne reingesteckt. Weil ich warte halt noch auf den neuen. Hallo. Ich habe ein Amazon-Lieferparadoxon aufgedeckt. Oder so, was das auch immer ist. Ein Amazon-Liefermysterium oder wie man es nennen möchte. Wieso? Ich habe am 23.04. einen Popschutz bestellt. Ich sag jetzt bewusst den Tag. Und habe dann, weil wir Prime gekündigt haben, 7. Ah! Oh mein Gott! Ah! Ah! Andi spielt Kegeln. Das ist aber auch eine sehr enge Spur hier, oder? Du musst ja nicht draufbleiben. Ich denke, das wäre die Busspur. Das ist keine Busspur, die ist nicht explizit gekennzeichnet. Ja, aber warum ist die denn so eng? Das ist doch... Das ist doch Mist. Ich hasse Alheim. Hab 7 bis 21 Tage Lieferzeit. Habe aber gleichzeitig einen Lieferzeitraum vom 4. Mai bis zum 22. Mai. Nochmal zum Festhalten, ich habe am 23.04. bestellt. Hallo. Wie sind das bitte 7 bis 21 Tage, wenn man den Zeitraum vom 4. bis zum 22. Mai hat? Also für mich ist 7 Tage nach dem 23. der 30. und nicht der 4. Das Mai. Das weiß ich doch nicht, was fragst mich für einen Scheiß hier? Ja, das verstehe ich nicht. Erklär mal. Ja, du machst doch Abi. Ich bin doof, ich habe kein Abi. Ich mach aber kein Mathe-Abi, ich mach auch kein Amazon-Abi. Ey, weißt du, ich nur Realschule, ich doof, ne? Schnauze da hin. Wenn du von der Realschule kommst. Es gibt aber viele Leute, die sagen sowas. Ey, pass auf, ich bin Gymnasium, du bist Realschule, du bist doof. Das ist die Leistungsgesellschaft heutzutage. Ja. Weil man ja auch auf einmal anfängt, Abitur und Fachabitur auseinander zu klamüsern, was ich immer noch nicht verstehe, aber gut. Ich finde auch diese Kriegsführung immer so schlimm, wenn es heißt, ja, hier, was weiß ich, Hauptschüler auch alle doof oder so. Ich hasse das. Weißt du, es gibt ja auch wirklich keinen Grund dafür zu sagen, ja, hier, da ist jemand auf einer Hauptschule und ist deswegen doof. Eben. Das ist absoluter Humbug. Aber es gibt leider Gottes genug Leute, die irgendwie diese Einstellung haben. Ja, ich weiß nicht, ich habe das jetzt in den letzten Jahren, so in Sovi haben wir das mal wirklich... mal mit den Werten gesehen. Es ist krass, wie in Deutschland das wirklich so ist. In keinem Land, was mir bekannt ist, entscheidet die Herkunft und das soziale Umfeld. Also ich sag mal jetzt, ne, wie du das Einkommen der Eltern, sag ich jetzt mal grob ausgedrückt. Ja, ich wäre dann aber schon eher Eltern als Kind, ne? Entscheidet so, stark Rande. Darüber, was für eine Bildung du erhältst, wie hier. Das ist der Hammer. Wenn du von sozial schwachen, ich nenne jetzt echt mal sozial schwachen Familien kommst. Guten Morgen. Du hast, die Eltern haben ein niedriges Einkommen, du wohnst vielleicht mit Hartz IV oder so. Dann wirst du meistens auf eine Hauptschule, ja, oder Real- oder Gesamtschule, meistens aber Hauptschule gewürfelt. Einfach nur, weil, keine Ahnung, einfach nur, weil wegen ist so. Ja, aber das ist doch eigentlich arm, wenn du mal so willst. Ist es. Ist es auch. Vorsicht, nimm nicht die Ampel mit. Nimm nicht den Benz mit. Vorsicht. Vorsicht, du kriegst gleich einen Arschtritt. Dann bist du doch nicht so unhöflich hier, also. Das fühle ich mich als Fahrgast, aber. Nee, wir können ja nochmal auf die. Wir kommen nochmal auf Chicago zu sprechen. Ja. Weil ich habe da nämlich gerade nochmal so eine Frage. Ja. Ich bin ja, als wir. Ich war ja nicht in San Francisco, als wir in den USA waren, aber wir sind. Genau. Ich war nicht in Chicago, als wir in den USA waren. Aber ich war in San Francisco. Und da sind wir mal Bus gefahren. Das war ein Hochflurbus.
Werden die jetzt die Chicagoer auch Hochflurbusse? Das würde mich mal interessieren. Warum fahre ich hier immer auf die falsche Spur? Das würde mich jetzt mal interessieren. Weiß ich nicht. Weil du hast es ja eher weniger mit Niederflur und Rampe, sondern du hast mehr dann so einen Rollstuhllift. Tatsächlich. Ja, das war die passende Antwort auf meine Frage. Ja, ich habe deine Frage schon beantwortet. Keine Ahnung. Ja, aber... Ich kann halt wirklich zu diesen Bussen gar nichts großartig sagen. Ich finde sie halt irgendwie alle ziemlich identisch. So. Ja, also die haben echt, kannst du ziemlich verallgemeinern, alle hinten LED, so richtig fette, alle Busse, die ich da gesehen habe, hatten hinten so richtig fette, runde LED-Leuchten. Und ja gut, vorne natürlich LED-Matrix und was ich sagen muss, die Dinger sind sehr, nennen wir es rustikal, weil die sind halt von den, was wir jetzt hier drauf achten, Niederflurtechnik, Design, den ganzen Krempel, haben die alles nicht so wirklich. Die haben ihre Busse, die erfüllen Mittel zum Zweck, die sind eher praxisorientiert ausgerichtet und die haben zum Beispiel auch nicht, so wie wir das jetzt haben, so Sitzreihen, dass du primär halt sitzt, sondern du stehst da. Du fährst deine drei Haltestellen und dann steigst du wieder aus. Die haben auch nicht so krasse Kassensysteme, wie wir das haben. Die haben ihr Kassensystem, fertig ist. Die haben da nicht so viele Zonentickets und den Krempel. Und was ich ja immer noch am interessantesten fand, ne, ich halte hier gerade voll Monolog, aber ich frage dich jetzt mal dazu, was du davon hältst. Die haben keine Haltewunschtaster. Die haben an den Fenstern in der Waagerechten so Drahtkordeln, so Drahtschnüre, wo du dann dran ziehst, wenn du raus willst. An der Haltestelle. Also vor der Haltestelle ziehst du dann da dran, dann ertönt beim Fahren Haltewunsch und dann kannst du dann aussteigen. Fand ich total ein Hammer. Das ist aber irgendwie schon ein bisschen anders. Ja, sehr anders. Wirklich sehr anders. Nanu? Muss mal gucken. 87, ist richtig. Ich muss mal gerade gucken. Hä? Okay, hat er doch weitergeschaltet, obwohl ich an der Haltestelle vorbei bin? Ja, klar. Der hat eine neue bekommen. Das wusste ich nicht. Ich dachte, der macht das noch nicht. Hätte ich keinen Weiterschalten brauchen, okay? Nö. Man sieht halt, die Amis sind komisch. Ja. Vor allem... Was ich aber interessant finde, was ich auch gar nicht so schlecht finde, ja. Kennst du vielleicht die Situation, es gibt ja in Stuttgart, ja, doch jedem Bus ein, hier in Deutschland, so ein Platz für Kinderwagen und Rollstühle. Ja. Haben die zum Beispiel gar nicht, also die haben einen Platz, wo Rollstühle hinfahren können, aber du kennst ja bestimmt die Situation, dass dann gerne mal jemand mit dem Fahrrad in der Hintertür einsteigt, ne? Sein Fahrrad da hinstellt und dann da mitfährt, ne? Ja. Kennst du? Ja, sicher. Haben die nicht. Guten Morgen. Die haben vorne an der Frontscheibe des Busses, die sind da echt so hoch, dass die da Fahrradständer für ein, zwei Fahrräder dran montiert haben. Wie an der Frontscheibe. Also unten, vorne am Bus, an der Front. Die ragen nicht in die Frontscheibe rein. Aha. So hoch sind die Dinger. Und dann hast du da vorne, hast du so Fahrradständer. Wenn du dann mit dem Fahrrad da ankommst, stellst du da den Fahrradständer rein und fährst. Dann dürft also steigst den Bus ein und fährst. Dann dürfte der Bus aber keinen Frontalcrash haben, weil dann ist dein Fahrrad auch im Arsch. Und wie Amiland so bekannt ist, kannst du den Busfahrer dann verklagen, weil er dein Fahrrad zerstört hat. Ja, kriegst du dann 1 Million Euro. Eine Million vielleicht nicht, aber ordentlich Kohle. Ja, dann 500.000. Das Fahrrad war ja auch teuer. Mhm. Eben. Oh, wir sind an deiner Lieblingskreuzung, guck mal. An deiner Lieblingskreuzung? Nein, an deiner Lieblingskreuzung. Ja, an deiner. Warte mal, ich will mal gucken, liegt da hinten wieder das Auto irgendwo? Du magst die viel mehr, die Kreuzung. Hoppala. Hoppala. Es war jetzt, das war jetzt irgendwie so die Gewohnheit. Ich wollte gerade aufstehen und gucken, ob ich da irgendwie mehr sehe. Genau. Wirklich, das hat jetzt gerade nicht funktioniert. Ich dachte, okay, er hebt sich jetzt ein Stück hoch. Das schafft Tracker dann aber doch nicht.
Was ich ja, Ja. mir erst vor kurzem überlegt habe, Was du hast denn? ja so ein, du hast doch so ein Breitbildmonitor, ne? So ein, Ja, hab ich ich. glaube, so ein 22 zu 10 Ja, Verhältnis das oder so. ist so ein ganz, 22. ganz komisches Verhältnis. Ich glaube 21 zu 9 oder irgendwie Oder sowas. 21 zu 9 oder so. Irgendwas, so ein Ja. komplettes Breitbild. Ja. Da hat der Tracker ja schon seinen Sinn, oder? Ja. Weil du kannst ja dann ein bisschen weiter rumgucken und siehst trotzdem noch, was auf dem Monitor abgeht. Indeed. Das ist schon ziemlich praktisch. Das habe ich mir erst letztens überlegt. Das ist schon echt praktisch, weil ich Ja. habe ja hier meinen 16 zu Ja. 9er, ganz normal. Gut, mit 24 Zoll nicht klein. Aber irgendwann kommst du halt schon an deine Grenzen. Gut, es geht Blöde beim Ampel. Tracker. Es geht beim Tracker, die will dich ärgern. Die denkt sich jetzt so, Ich ja, hab die jetzt. weil, jetzt habe ich den Ich ausgetrickst. hab die jetzt erstmal angehupt. Ich kann die nicht leiden. Och. Nee, ich muss sagen, ich hatte ja vorher. Was hatte ich denn vorher? Ich glaube, ein 7. Nee, kein. Ich hatte einen 24 Zoller. Ich hatte einen 24 Zoll Monitor. Der ist ja deutlich schmaler gewesen in der Breite. Oh. Habe ich ja auch gerade einen 24 Zoll. Dafür war er natürlich höher, ja. Der hier ist natürlich breiter, ist dementsprechend aber niedriger. Also ich muss sagen, wo ich den anfangs hier stehen hatte, ich gedacht, so viel größer ist er eigentlich nicht. Aber du merkst das dann mit der Zeit, dass er doch irgendwie größer ist. Also er ist halt extrem breit. Du musst dich echt erstmal umgewöhnen. Und auch von der Entfernung her. Also wenn du eine gewisse Entfernung hast, wo du zum Monitor sitzt, ja, das Bild ist breiter und das macht sich dann halt auch bemerkbar vom Draufgucken her. Du Ja. hast am Anfang auch das Gefühl, du drehst den Kopf irgendwie zu sehr, zu oft, wie auch immer. Aber das wird mit der Zeit auch besser. Also ich muss sagen, mittlerweile bin ich so gewöhnt. Ich habe jetzt schon Schwierigkeiten, wenn ich vor einem normalen 24-Zoll-Monitor sitze. Also ich steige ja bald hoffentlich auf einen 27-Zoll-Monitor um. Oder besser gesagt zwei Stück. So einen Zusatzmonitor. Wieso das denn? Ganz einfach, ich fange an mit Open Broadcaster aufzunehmen und das ist besser, wenn man das auf einem extra Monitor Was hat, macht weil ihr man denn halt die da? Frames nicht. Keine Ahnung, würde abbiegen. Also ich steige ja bald hoffentlich auf einen 27 Zöller um. Dann bin ich. Also ich habe schon oft gelesen oder auf YouTube gesehen, wenn dann Leute so einen 27 Zoll Bildschirm vorgestellt haben oder halt den Mac, ne? Dass die dann gesagt haben, Kollege, ja. warum steht da 198? Warte mal. Wir sind 87. Die 198 fährt da in eine Schleife. Das ist die Endhaltestelle der Hier müssen 198. wir weiter Also, geradeaus oder was? wir müssen weiter geradeaus. Alles gut. Bist du dir sicher? Alles gut. Ja, du hältst nämlich jetzt am Heinrich, schieß mich tot Platz. Okay. Dass dann Leute echt gesagt haben, der erschlägt einen erstmal, wenn der auf dem Schreibtisch steht, weil 27 Zoll ist schon echt groß, glaube ich. Also, Glaube ich jetzt, weiß ich nicht. ich weiß nicht, ich sage immer, je größer, desto besser. Ich mag das halt sehr groß, aber das ist halt wieder eine Einstellungssache. Wobei ich mich immer noch frage, was du mit zwei Monitoren willst. Ich meine, wir haben ja gesagt, wir magen das eventuell dann beide so. Brauche ich dann auch einen zweiten Monitor hier oder geht das auch mit einem? Das geht auch mit einem, aber angenehmer ist es mit zweien. Warum? Wenn du zum Beispiel, sagen wir, du machst einen Stream, so, Ja. dann hast du Open Broadcaster offen und wenn du dann da irgendwas rumfummelst, auf dem Primärmonitor sieht es dann halt irgendwie doof aus, wenn die Leute da, weiß ich nicht, wenn die Leute dann da irgendwas. Ne, die sehen ja dann, Open Broadcaster hat ja eine Vorschau. Ja. So, und dann sehen die so ein unendlich Bild von dir, dem Stream, der Vorschau, die weiter immer so, weiß ich nicht, ist es dann auch irgendwie komisch, wenn du da rumfummelst, ich weiß nicht. Es ist, glaube ich, angenehmer, wenn du siehst, wenn du das Spiel laufen hast und du siehst wirklich das Open Broadcaster zeigt dir ja keine Frames an. Ist dann schon angenehmer, wenn du weißt, ob du aufnimmst oder nicht. Deswegen. Und ich werde das wahrscheinlich auch für weitere Sachen noch brauchen, die jetzt zum Beispiel das Studium betreffen und so. Fürs Programmieren ist es auch Boah, angenehmer. Kollege, ich habe hier gar keinen Platz mehr am Tisch für einen zweiten Monitor. Ich habe zwar noch einen zweiten Monitor, aber ich weiß jetzt gar nicht, wo ich den hinstellen soll. Ja gut, du hast halt auch so einen Breitbildmonitor, ne? Der nimmt halt auch einiges an Platz weg. Gut, ich habe bei ihm jetzt zum Beispiel, ihn kann ich zweiteilen im Bild. Okay. Also ich habe hier ein Programm dabei, da kann ich mir, was weiß ich, vier verschiedene Desktops legen zum Beispiel oder zwei. Splitscreen. Ja. Geil. Ja gut, Kann man das dann dafür wird wahrscheinlich. alternativ benutzen?
Logisch. Musst du halt nur gucken. Unterteilt dieses Programm R-König, unterteilt dieses Programm. Das musste ja nochmal zum Ende hin passieren. Ja. Unterteilt dieses Programm dann eigentlich auch für Windows, das in zwei Desktops? Ja. Ich glaube das ja. Das ist gut. Dann würde das nämlich mit Open Broadcaster funktionieren. Da kannst du nämlich einstellen, welchen du aufnehmen lassen möchtest. Also ich meine, es würde gehen. Ja, dann könntest du dir nämlich einen Bildschirm machen, wo du dann so normal drauf spielst und einen Bildschirm, wo du dann, ne, so den ganzen Arbeitskrempel drauf machst. Also das würde funktionieren. Okay. Von der Theorie her schon. Ja, ich habe da keine Ahnung von. Wir müssen ja erst mal sehen, was da draus überhaupt wird, ja. Wir haben ja da so ein bisschen was noch in Planung. Wir wollen ja jetzt hier auch nicht zu viel verraten. Nee. Wobei ich schon mal verraten habe, dass ich, sobald ich, mit dem Abi durch bin, mal ab und zu streamen werde. Aber da kommt dann noch was Genaueres dazu. Das habe ich ja schon mal ausgeplaudert, ich Idiot. Ja, du Idiot, du. Oh Gott! Der erwischt dich. Den Warum? Zähl ich jetzt nicht. Warum? Den zähle ich nicht. Nee, ich auch nicht. Zwei Unfälle. Ich habe gebremst. Ich stand da. Der hätte eigentlich auch bremsen müssen. Logischerweise gesehen, aber das ist die OMSI-KI. Boah, fällt der gesunder Menschenverstand. OMSI. Sorry. Das Nee. OMSI. Zwei Unfälle. Nicht drei. Zwei. Ja. Ich zähle ihn nicht. Also. Da kann jetzt auch noch eine Meldung kommen. Ich zähle ihn nicht. Das finde ich Schwachsinn. Das ist unglaublich. Ich sag nur so viel. So Sachen verhauen einem die Fahrerakte immer wieder. Richtig. Ich weiß, ich habe schon oft gesagt, aber ich sag's gerne nochmal. Ich kann verstehen, wenn die Fahrakte runtergeht, wenn man Unfälle baut. Kann ich verstehen, ist absolut logisch. Aber durch so einen Scheiß, was da schon an Punkten teilweise in die Fahrakte kam, was nicht sein müsste, das nervt irgendwie. Dazu sei mal gesagt, ne? Ja. All die Fälle, wo OMSI deinen Bus irgendwo fehlplatziert, rechts musst du. Wo OMSI deinen Bus irgendwo fehlplatziert, dass du auf einem Auto spawnst, dass du in einem Auto spawnst, solche Nummern, es ist immer solche Sachen. Er hat nur die Fenster weiß. Das sind immer solche Sachen, die auch deine Fahrerakte faulen. Solche Sachen, wie du zum Beispiel, du fährst gerade, du tippst ganz minimal das Gaspedal an, wie ich das gerade eben auch wieder hatte. Ich habe den Bus rollen lassen, ja, und habe wieder das Gaspedal angetippt. Und bekomme Genörgel von den Fahrgästen. Da geht die Fahrerakte auch wieder in den Keller. Sowas finde ich furchtbar. Finde ich scheiße. Jetzt hängt er wieder und dann gibt er wieder Vollgas, weil er hängen geblieben ist, ja. Das versaut einem echt die Fahrerakte und das finde ich dann finde ich doof. Ich meine, das ist ja genauso. Du fährst irgendwo, hast Autos vor dir, ne? Ja. Fährst auf eine Ampel zu, plötzlich hängt OMSI. OMSI hängt. Du bist mitten im Fahren und OMSI hängt. So, und dann plötzlich geht's weiter. Und dann stehst du plötzlich schon auf dem Auto drauf, weil irgendwie im Hintergrund das OMSI weiterläuft. Und du fährst dem natürlich voll drauf, weil du denkst, OMSI hängt. Richtig. Das ist auch wieder so eine Sache. Also, das meiner Meinung nach kannst du bei OMSI überhaupt gar keine 100% Fahrakte haben. Ja. Das ist nicht möglich. Ist zum Teil sogar auch schon so krank, ne? Du hast diese Lags angesprochen, wo es dann extrem hängt. Ja, da ist er schon. Was? Ich sehe da keinen. Nee, da ich habe da keine Meldung gesehen. Ja, nö, ich auch nicht. Da war gerade ein Lag. Ja, also, da war wieder so ein komischer Lag war da so. Ja. Lag und so. Ist dann, habe ich mir, du hast übrigens einen Blinker an, habe ich mir schon angewöhnt. Den Blinker anzumachen? Nee, ich habe mir schon angewöhnt, den Blinker anzumachen? Nee, nicht den Blinker anzumachen. Dass wenn ich so ein Monster-Lag habe, ne? Ja. Steig ich aus Reflex auf die Bremse. Echt? Ja. Ja, aber manchmal kommt das so unerwartet, da kannst du gar nicht immer reagieren. Ja, nur wenn ich halt ein Standbild habe, dann steige ich aus Reflex auf die Bremse, weil ich dann immer noch diese leiseste Hoffnung, einfach nur die Hoffnung habe, dass ich eventuell noch zum Stillstand komme, bevor ich irgendwem drauf fahre. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt, aber das ist dann immer, also ich weiß nicht. Oder dass du bei OMSI dann so einen Bus hast, der dann in der Luft schwebt. Oder was du bei... Was auch noch die Fahrerakte gerne mal versauen hat.
versaut hat. Ich weiß nicht, du kennst das Phänomen vielleicht. Das war in den Anfangszeiten von OMSI 2 so. Die Busse, die unsichtbar waren, wo dann nur der Fahrer da saß und wo du dann auf einmal gegen Bus gefahren bist, der dann sichtbar wurde, als du gegengefahren bist. Keine Auswertung. Nee, erzähl nur weiter. Ja, nee, das meine ich. Kennst du das? Ja, kenne ich. Das hat auch immer die Fahrerakte versaut. Du hast ja im Prinzip keinen Bus gesehen. Ja, aber der ist ja dann erst aufgeploppt, als du ihn gerammt hast. Wie gesagt, das meine ich halt damit. Es ist einfach nicht möglich. Es ist impossible. Sei denn, du machst wirklich eine neue Fahrerakte auf. Ja. Von daher, ja, zähle ich auch manche Unfälle einfach gar nicht, weil diejenigen Unfälle, die nicht passieren sollten, dürften, wie auch immer, die zähle ich nicht. Das wäre sonst irgendwie auch unfair mir selber gegenüber. So. Ja, ich hatte jetzt Gott sei Dank den Pauseplatz noch in Erinnerung. Wir haben eine Verspätung von 4 Minuten. Knapp 5. Aber... sagen wir 4. Ja gut, wir standen noch viel an Ampeln, ne? Ich glaube, du bist besser durchgekommen vorhin. Ja, das ist jetzt das Let's Play gewesen mit dem rollenden Facelift, der irgendwie nicht stehen bleibt. Ja, wir müssen auch bremsen. Ja, weißt du, woran das lag? Weil die Auswertung kam und ich stand noch nicht. Ja, gut. Noch so ein Punkt. Ja, warum kam die eigentlich? Ich hatte auch die Türen zu. Ja, wenn du keinen Fahrgast mehr hast und die Türen zu hast, dann checkt er das. Und dann kommt die Auswertung trotzdem. Ja, das ist ja toll. So. Warte mal, können wir den noch hier... www.avg.ah. So. Alhai. Der Alhai. Sonderfahrt, das passt bei uns eigentlich ganz gut. Ne, das bringt bei uns nichts. Wir fahren so gut wie Fahrschule. Messfahrt. Hier muss es doch irgendwo. Eine Ausbildungsfahr. Ausbildungsfahr. Die Ausbildungsfahr, das ist immer das Beste. Die 6 gibt's nicht. Es gab doch irgendwo noch ein Pause oder Päuschen, glaube ich. Ich hätte eigentlich gehofft, das finde ich hier, aber irgendwie... Es wird wahrscheinlich ein K++-Ziel sein. Du hast wahrscheinlich die Krügerhof da drin. Ja, keine Ahnung. Ist jetzt egal. Wir lassen jetzt einfach mal hier www.avg.alhai. Ja? Verabschieden uns damit. Möchtest du noch irgendwas loswerden, Julian? Der Alhai. Der Alhai. Wo ist er? Vorsicht hinter dir, gleich beißt er dich. Ja, ham. Nee, ich hab nichts mehr. Also, ne? Du bist restlos glücklich, ja? Ich bin wunschlos glücklich. Nachdem ich 2 Unfälle hatte? Ja. Keine 3? Ja. Gut. 2 Unfälle. 2 Unfälle und eine Unfälle. Und eine Ampel. Ja, und eine Ampel. Und eine Ampel. Die Ampel zählen wir mal mit. Also, die Ampel. Also 2,001 Unfälle hatten wir. Die Ampel gilt nicht mehr. Wir sehen uns dann vielleicht irgendwann mal mit einem Chicago-Bus. Chicagoer, egal, wie auch immer. Macht's gut, danke fürs Zusehen. Ihr findet den Julian oben wieder verlinkt, irgendwo in der Ecke sitzen und Ella. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.